Vielen Dank für die Einladung Entschuldigung. Und für die Möglichkeit, auf dieser Konferenz zu sprechen. Wie schon angekündigt, wird mein Beitrag die Theatertexte des slowakischen Dramatikers William Klimacek erörtern. Um den ein bisschen kryptischen Titel meines Beitrags zu präzisieren, davor und danach bezieht sich auf den historischen Meilenstein, das Jahr 1989. So werde ich also auch mit dem Begriff der Grenze in seiner, also mit dem Begriff Grenze in seiner geopolitischen Bedeutung arbeiten, um ihn dann jedoch zwangsläufig zu einer kulturellen auszudehnen. Um zu zeigen, dass die Grenze zuerst eine gewaltsame Konstruktion zwischen Ost und West, auch viele Jahrzehnte nach der physischen Beseitigung, immer noch mental da ist. Und unsere Kommunikation, Wahrnehmung und unser Handeln bestimmt und uns voneinander auch trennt. Natürlich können Sie sich fragen, was da ein slowakischer Autor zu suchen hat, wodurch der Fokus der Konferenz deutsche und österreichische Literatur im Fokus der Konferenz deutsche und österreichische Literatur steht. Nun, im deutschsprachigen Kontext befand sich Klimacek öfter, zum Beispiel 2017, als er an dem vom Staatstheater Nürnberg ausgeschriebenen Wettbewerb Talking About Borders teilgenommen hat. 2012 zum Beispiel wurde sein Stück in Wien gespielt. Außerdem hat er auch ein sehr bemerkenswertes Stück über die Kaiserin Sisi geschrieben und. Einige andere Zusammenhänge werde ich später erläutern. Doch das Wichtigste, finde ich, ist, dass er in vielen seiner Texte den Begriff und die Bedeutung der Grenze hinterfragt. Dass er, so sehe ich es, der weitaus wichtigste slowakische Autor ist, der die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der in ihr tief verwurzelten Gegenwart zum roten Faden seines Schreibens gemacht hat. Er ist wahrlich zu einem Boten zwischen den Epochen geworden. Deswegen gibt es auch so viele Auftragswerke für ihn, wo er unsere Geschichte aufarbeitet. Da ist dann der Begriff der Grenze, des Grenzüberschreitens, des im Grenzendenkens zwangsläufig omnipräsent. Meine Präsentation geht der Frage nach, wie Klimacek mit dem Topos der Grenze und Grenzüberschreibung umgeht, wie er ihn über die unterschiedlichsten historischen Zeiten hinweg modelliert und beleuchtet. Zuerst stelle ich ihn kurz als Theaterautor vor, dann möchte ich sein Stück Liberté, Égalité, Électricité in einem Rahmen der Erinnerungskultur setzen und dann eben diesem Stück zwei andere gegenüberzustellen, die den Kultur- bzw. Personenaustausch im vereinten Europa reflektieren. William Klimacek, studierter Arzt und seit 1993 freischaffender Autor, ist sicher der meistgespielte heimische Gegenwartsdramatiker. Einerseits betreibt und beschreibt er sein eigenes Alternativ-Kellertheater in Bratislava. Andererseits ist er auch als Auftragsautor für sehr viele reguläre Theater, wohlbemerkt sehr oft auf Tschechische, tätig. Als Theaterautor ist Klimacek seit eh und je sehr experimentier- und grenzüberschreitungsfreudig, vor allem was die Sprache und Textstruktur betrifft. Als Theatermacher kann er ja vieles direkt und sofort auf der Bühne testen. Seine Stücke basieren sehr oft auf dokumentarischem Material und seinem Schreiben geht meistens eine gründliche Recherche in Archiven, im Feld oder der Oral History voraus. So könnte man ihn teilweise auch als Grenzgänger im Bereich zur Soziologie und Geschichtsschreibung verstehen. Hier ein paar Beispiele für solche Werke. Und ich könnte auch viele andere nennen oder seine Romane und so weiter.
Dabei kommt in den jeweiligen Texten die dokumentarische Grundlage unterschiedlich zum Vorschein. Als Dramatiker gestaltet er dann das gesammelte Material oft zur Tragikomödie oder sogar Tragikgroteske, wo er dann weit über die Realität hinausgeht, beziehungsweise sie zu verschiedenen crazy Konsequenzen weiterdenkt oder ein groteskes Patchwork aus verschiedenen Elementen webt. Nun aber zu dem Stück, wo die Staatsgrenze zum Hauptthema, wo die Staatsgrenze das Hauptthema ist, Liberté, Égalité, Elektrizität. Dieses Stück hat er 2017 eben für diesen Wettbewerb geschrieben. Und zwar war das knapp vor dem 50. Jahrestag der sowjetischen Besetzung der Tschechoslowakei im August 1968. Nach diesem Einmarsch, wie allgemein bekannt, wurde die Grenze zum Westen für 20 Jahre abgeriegelt. Hier, finde ich, sind auch biografische Referenzen zu erwähnen. Klimaček gehört nämlich zu jener Generation, die die kulturell und politisch offeneren 1960er Jahre kaum noch bewusst erlebte und eher in zementierten Verhältnissen einer Kleinstadt aufwuchs. All die Einschränkungen nach 1968 nahm er umso krasser wahr, als er von seinem älteren Bruder auch einen Hauch von Freiheit bzw. die Ideale der 1960er vermittelt bekam und dann eben auch deren Verlust, begleitet von Widerstand und Verdruss. Das Stück selbst besteht aus 9 Episoden, wo jede das Thema der Grenze zwischen der Tschechoslowakei und Österreich aufgreift. 6 davon beruhen auf authentischen Personen und realen Ereignissen aus den Jahren 1950 bis 1989. Klimaček erzählt von abenteuerlichen, illegalen Überschreitungen der Staatsgrenze. Da ist ein Mann, der sich als Taucher im Fluss kilometerweit unter einem ausgehöhlten Baumstamm treiben lässt und die Grenzwache unbemerkt passiert. Oder ein Ehepaar, das monatelang an einem eigenen Gasluftballon näht und schließlich nachts samt Kindern rüberfliegt. Ein Radioreporter, der nach der Invasion 1968 von geheimen Orten aus unabhängig berichtete, bis er von der Geheimpolizei in die Enge getrieben, sofort flüchten muss. Und es wird auch von einer Gruppe von 4 Männern berichtet, von denen 1956 die Flucht nur einem gelungen ist. Seine 3 Weggefährten wurden erschossen. Die 2 erschütterndsten Fälle jedoch, die Klimaček in sein Stück hineinbringt, die greifen auch in die deutsche Geschichte über, und zwar auf beide Seiten des Eisernen Vorhangs. Vor 1989 sind bekanntlich viele DDR-Bürger nicht nur über die deutsch-deutsche Grenze, Staatsgrenze, sondern auch über die Tschechoslowakei und Ungarn in den Westen geflüchtet. So hat es auch ein junger, 18-jähriger Mann aus Magdeburg geplant, Hartmut Tautz. Nachdem er bei Bratislava den elektrischen Stacheldraht zerschnitten hatte, wurde er sozusagen im Niemandsland schreckliches Opfer von tschechoslowakischen Wachhunden, die speziell trainiert ihn bei lebendigem Leib gerissen haben. Ein tödliches Ende fand auch ein anderer junger Mann, ein slowakischer Barmusiker, der aus seiner legalen Bandtour in die ersehnte Bundesrepublik nicht mehr in die Tschechoslowakei zurückkehrte. Als er kurz danach plötzlich hilflos und allein dastand und weder dort noch da frei sein konnte, nahm er sich das Leben. Somit wurde auch die andere ersehnte Seite des Eisernen Vorhangs zur Falle. Klimaček gibt unter anderem auch den Müttern beider junger Männer das Wort. Die eine musste mit Händen und Füßen kämpfen, um ihren Sohn in der DDR beisetzen zu dürfen. Die andere hatte als einziges Mitglied der Familie die Erlaubnis bekommen, am Begräbnis ihres Sohnes in Münchner Sozialgrab teilzunehmen. Der Vater und der andere Sohn mussten zu Hause bleiben, als Geisel des Regimes. Tote waren im kommunistischen Land Gegenstand von politischer Machtausübung.
Das gleichermaßen Wirksame an diesem Stück ist die erzählerische Perspektive bzw. darstellerische Perspektive. Der Autor nennt nur 5 Personen, Mädchen, junger Mann, Mann, Frau, Greis. Das sind die Schauspieler, die sich dann in den jeweiligen Episoden abwechseln und die Fälle auf unterschiedliche Weise darstellen. So sind die Schauspieler, stellen die Schauspieler die Rollen sozusagen offen dar und verkörpern sie nicht. Und es wird sogar auch aus der Perspektive des Wachhundes erzählt. Diese eigenartige Struktur nimmt im Zuge der letzten, noch nicht erwähnten 3 Episoden, die ebenso an der Grenze situiert sind, neue Bedeutungen an. Da geht es nämlich nicht mehr um Fluchtversuche angesiedelt in Vergangenheit, Fluchtversuche aus der Tschechoslowakei, sondern um die Gegenwart bzw. Zukunft. Das Heute wird aus 2 Perspektiven gezeigt. In der einen Episode geht es um ein radikal nationalistisches Milieu, wo im Wald mit Teenagern Heimatschutz geübt wird. Abwehr der Flüchtlinge, mutmaßlichen Flüchtlinge aus Asien oder Afrika, die angeblich ins Land kommen drohen. Den gegenläufigen Pol zu diesem Heute stellt die nächste Episode, in der eine Frau ihre Teenage-Tochter zum Ausflug zu den Gedenkstätten und Gedenkorten der gescheiterten Grenzüberschreitungen schleppt. Die Mutter besteht darauf, ihr die Erinnerungskultur einzuprägen, weil auch ihr Großvater einst geflüchtet ist. Und sie kommen auch zu dem Denkmal, das da steht für Hartmut Tautz. Tatsächlich schließen tut sich aber der Kreis erst in der 9. letzten dystopischen Episode, wo ein junger Mann etwa 2050, also in Mitte des 21. Jahrhunderts, genau am eben diesen Ort der illegalen Grenzüberschreitungen zu spazieren wagt, wohl wissend, dass der elektronische Chip in seinem Körper ihm das nicht erlaubt. Die Körper unserer Enkelkinder, gibt Klimacek klar, werden irgendwann alle eingechippt und deren Lebenszonen streng, wenn auch unsichtbar, wieder abgegrenzt und kontrolliert. Die Zeitspanne der 9 Episoden samt dieser Dystopie umfasst etwa 100 Jahre. Die repetitive Struktur, wo erzählt, nachgestellt, fiktiv ermittelt, explizit erinnert und dystopisch projiziert wird, entspricht der Dynamik des Kulturgedächtnisses, das, so Aleida Aßmann, 3 Zeitdimensionen verbindet: Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Denn all die einstigen illegalen Flüchten über die Grenze will der Autor nicht nur in Erinnerung rufen, sondern bewusst auch von vielen Perspektiven aufarbeiten und in einen breiteren Zeitrahmen setzen. Somit wird nachdrücklich gezeigt, dass es die überwachte Grenze wieder gibt und weiterhin geben wird und dass die Denkmuster über die Zeit hinweg größtenteils dieselben geblieben sind, dass Aufklärung eher nur eine Randerscheinung ist. Egal, also die Denkmuster sind geblieben, egal ob es um die Flucht unserer Leute aus dem Land geht oder um die Flucht Fremder zu uns, ob die Grenze aus Stacheldraht oder gar unsichtbar ist. Während in dem besprochenen Stück Liberté, Égalité, Elektrizität die Staatsgrenze immer präsent ist, physisch oder latent, sind die 2 anderen Stücke von dem Autor, die ich da kurz vorstellen möchte, schon ganz im vereinten Europa angesiedelt. Der Autor stellt fest, dass zwar zwischen den Ländern sich Leute frei bewegen können, doch es trennen uns jede Menge mentaler Barrieren. Mehr noch, hinter der mentalen Barriere steckt nämlich eine starke, versteckte Agenda. Xenophobie, Geringschätzung und Verachtung des anderen, Vorurteile, Intoleranz, Rassismus, Chauvinismus.
Das Stück Die Au-pair-Mädchen wirkt ansteckend komödiantisch. Slowakische Au-pairs in London feiern gemeinsam eine Party, erzählen lustige Geschichten, es wird viel gelacht. Einziger Wermutstropfen ist, dass sie sich im fremden Land auch, zu wenig geschätzt und zu wenig respektiert fühlen. Soweit nichts Neues. Solche Geschichten wurden immer wieder kolportiert. Doch bei genauem Lesen zeigt sich auch, dass diese jungen Frauen selbst kaum aktiv sind, was das Erkunden und Kennenlernen des Gastlandes betrifft. Sehr wohl aber behandeln sie als minderwertig alles Fremde, was zu ihnen nach ihr London aus dem noch weiteren Osten kommt. Ob es nun die britischen Inder oder ein Au-pair aus der Ukraine ist. Mutig genug, um im Ausland zu arbeiten, aber dann uninteressiert an der Vielfalt und negativ gegenüber dem Fremden. Die jungen Frauen stärken ihr strapaziertes Selbstbewusstsein durch Geringschätzung und Vorurteile gegenüber dem anderen, dem Osten, dem noch östlicheren, wo schon alles ostwärts von der slowakischen Heimat quasi barbarisch oder ein Pampa ist. Geografisch keine Grenzen, mental immer noch in ethnischen Stereotypen und Vorurteilen gefangen. Während in dem Stück die Au-pairs, das slowakische Element im Ausland untersucht wird, findet sich im Stück Sado eine umgekehrte Standortsituation. Dank einer europäischen Kulturförderung wird in der Slowakei an einem internationalen Theaterprojekt gearbeitet. Schauspieler slowakisch, Regisseur aus Österreich, Bühnenbildnerin aus Deutschland, Musikkomponist Franzose, Textautor Italiener. Produktiver Kulturaustausch im vereinten Europa? Ganz und gar nicht. Eher ein Babylon an nationalen Vorurteilen, gegenseitigen Feindseligkeiten, Intoleranzen gegenüber dem anderen, gespeist von persönlichen Eitelkeiten, quer durch alle Beteiligten. Das internationale Projekt zeigt sich als künstliches Konstrukt, das den Teilnehmern nur formelle Vorteile bringt, Verpflegung und Transportkosten und einen schicken Eintrag im beruflichen Lebenslauf. Ein Theaterprojekt in der rückständigen Provinz Slowakei wird von den anderen europäischen Künstlern nur als charitativ, als sozusagen lästige Wohltätigkeit verstanden. Diese, wie der Autor es nennt, schwarze Groteske über die Europäer erster und zweiter Kategorie, ist zwar zynisch zugespitzt und hyperbolisiert, doch ihr Ausgangspunkt war durchaus die Erfahrung vieler, auch seine eigene. In meinem Beitrag wollte ich einen slowakischen Autor vorstellen, in dessen Werk die Grenze, mentale Grenze, ein wiederkehrender Topos ist und dessen Stimme in der slowakischen Kultur, in der Aufarbeitung der Vergangenheit und in der Bildung des Kulturgedächtnisses unheimlich wichtig ist und ich glaube, er ist auch sehr scharfsinnig. Im deutschsprachigen Raum ist er jedoch kaum präsent. Die Barriere ist die Sprache. Er selbst hat sich als bizarrer Autor im bizarren Land in bizarrer Sprache bezeichnet. Das klingt jetzt nicht wirklich wehleidig seinerseits. Ich jedoch als Theater- und Literaturwissenschaftlerin finde es schade, dass er da nicht so präsent ist im deutschsprachigen Raum. Weil es eigentlich fast so ausschaut, dass während er vor 1989 in Europa hinter der Grenze eingesperrt war, ist er jetzt im vereinten Europa oder aus dem vereinten Europa ausgesperrt, und zwar wegen seiner Sprache. So geht es nicht nur ihm, sondern das gilt allgemein für die slowakische Literatur. Und zwar deswegen, weil eine systematische, nachhaltige Kunstvermittlung fehlt, und zwar auf allen Ebenen. Und ich muss sagen, Kunstvermittlung von der slowakischen Seite auch.
In der tschechischen Literatur scheint es ein bisschen besser zu sein. Da gibt es sehr viele grenzüberschreitende Aktivitäten, wie ich auch in den Abstrakten gelesen habe. Und deswegen freue ich mich sehr, die Berichte und Erfahrungen von meinen Kolleginnen Susanna Augustova und von Frau Czerna zu hören, die dann zu dieser Kunstvermittlung berichten werden. Vielen Dank.